Live aus Martens Bombenkeller. Die Marten Schulz Experience. In der Hauptrolle Christoph David Vollwas Bart als Christoph David Vollwas und Marten Schulz als er selbst und ein PlayStation 3 Controller als auch er selbst. Nein. Doch. Natürlich. Er spielt den Xbox 360 Controller. Ah, ja, genau, er ist getan. Wir waren gerade im Kino und haben uns Sherlock Holmes 2, A Game of Shadows, angeguckt. Und wir haben das in der Originalversion auf Englisch getan, das heißt, ich habe kein Wort verstanden eigentlich. Vor allem die Deutschen hat man nicht verstanden. Ja, das ist das Ironische. Also, erstmal, wir sind unglaublich enttäuscht. Sind wir? Nein, sind wir nicht. Also, ich habe ganz oft gehört von Leuten, wenn ich den ersten Teil mag, dann kann ich auch den zweiten gucken. Das Problem bei mir ist, ich mochte den ersten Teil überhaupt nicht eigentlich. Also, was heißt überhaupt nicht? Ich habe ihn geguckt, vergessen und habe nicht verstanden, was der ganze, was das ganze Gefasel drumherum soll. Und darum bin ich eigentlich mit der Erwartung in den Film reingegangen, dass ich ihn nicht mögen würde. Aber er hat mich dann doch überzeugt. Und zwar sehr stark sogar. Also, ich persönlich hatte sehr viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand den ersten Teil besser als er. Mhm. Auch wenn ich... Er ist sehr vergessend gewesen. Mir fällt da kein passendes Wort für ein. Vergesslich? Nicht haftend. Er ist nicht haftend. Er ist quasi teflonisch. Das heißt ein Teflon-Film. Teflon! Der Film! Sehen wir jetzt. Falls dieser Film kommt, wir möchten dafür Geld haben. Ja, das war unsere Idee. Was wollte ich sagen? Jetzt bin ich völlig raus. Ich glaube, du hast gesagt, dass der erste... Den ersten fand ich auch schon... Er war auch sehr unterhaltsam. So, das ist ein guter Satz. Aber der zweite ist auf jeden Fall besser gewesen, weil er ist mehr, größer... Er ist einfach... Ja. Er ist mehr vom Gleichen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. More of the same. Ich sag jetzt, glaube ich, weil das Einzige, was mir vom ersten Teil noch hängen geblieben ist, ist die Filmmusik und dass Mark Strong irgendwo böse geguckt hat. Also mehr weiß ich auch nicht mehr davon irgendwie so. Die Sache mit dem großen Hammer. Da wurde der steht da unten im Hafen. Und dann hat Holmes hat einen kleinen Hammer und hat der große Typ. Der hat so einen riesen Hammer gehabt. Ja, ja. Dann hat Holmes einfach nur diesen kleinen Hammer genommen und nach ihm geworfen und ist weggerannt. Okay, gut. Viel mehr war da dann auch nicht geblieben. Ja, ja. Also, wie gesagt, also ich persönlich finde, das ist ein sehr viel besserer Film als der erste. Und ich finde, das funktioniert auch über verschiedene Ebenen. Einerseits auf der Action-Ebene und andererseits auf der Wortwitz-Ebene. Und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht beim ersten Teil die deutsche Synchronisation war, durch die viel verloren gegangen ist vielleicht, aber im zweiten hat irgendwie jeder Dialog aufeinander gepasst, wirklich. Es hat wirklich Spaß gemacht, dann einigen der Wortgefechte richtig zuzuhören dann auch. Und einige der Wortspiele auch. It's so overt that it is covert. Weil Sherlock hat durchweg, wenn er sich verkleidet in diesem Film, dann... Sieht er immer so aus, als ob er es versucht hätte, aber nicht gekonnt hätte. gekonnt hat. Es ist. Nicht immer. Wenn er sich als die Wand verkleidet, dann ist er die Wand. Ja, genau. Aber auch nur, solange er sich nicht bewegt. Ja, genau. Also gibt es einige tolle Witze dann. Und wir sind eben schon drauf gekommen, an einer Stelle im Film. Da wird unsere Heldenbrigade von Deutschen durch einen Wald gejagt. Und das Witzige ist, in der englischen Originalversion sprechen die Deutschen auch Deutsch. Die Franzosen sprechen Französisch und die Engländer sprechen Engländisch, nicht Amerikanisch. Also sprechen alle in ihren Landessprachen dann halt. Und das Witzige ist, ich habe die Franzosen und die Engländer besser verstanden als die Deutschen. Ja, auf jeden Fall. Ich spreche kein Wort Französisch, aber selbst das Französisch war verständlicher als die Deutschen. Weil die Deutschen, wahrscheinlich ist das wirklich so, dass wir Deutschen uns einfach permanent anschreien.
und wir deswegen einfach für andere unverständlich sind. Also das war ein, gut, es waren mehr oder weniger Soldaten beziehungsweise paramilitärische Sicherheitskräfte oder was weiß ich. Aber sie haben nur im Befehlston sich irgendwie angebürgt. Ich glaube, der eine hat die Soldaten ausgeschimpft, weil sie die Sherlock Holmes und die anderen nicht gefunden haben oder so ähnlich. Nur einen Satz habe ich verstanden und das war, das sind zu viele Füchse für diese paar Hühner. Ja. Es sollte vielleicht ein deutsches Sprichwort darstellen. Wenn es eins ist, ist es mir absolut nicht geläufig. Ich fand es trotzdem irgendwie cool. Ich glaube, es wird mein Facebook-Status für den heutigen Tag werden. Aber, ja. Ja. Das war der einzige deutsche Satz, den man wirklich verstanden hat. Einmal noch stehen bleiben oder Hände hoch. Ja. Was ist dann, da los? Ach genau, bevor der Typ erschossen wurde, hat er noch gesagt, keine Papiere und dann war er tot. Keine Papiere. Obwohl ich das ein bisschen besser finde noch eigentlich als die South Park-Methode irgendwie. Wir nehmen ein paar deutsche Vokabeln, reihen sie aneinander und geben dann vor, Deutsch gesprochen zu haben. Ja. Sieh dir mal die Funnybot-Episode von South Park vielleicht auf Englisch. Ja. Die ist sehr lustig, so als wenn Cartman versucht, Deutsch zu sprechen. Süßer Jude, wollen Jude kaufen? Ja, aber das nur am Rande jetzt. Also. Zurück zu den wichtigen Dingen. Genau, gehen wir von den deutschen Klischees mal zu den Zigeuner-Klischees zum Beispiel überall. Denn das muss ich ehrlich sagen, das war... Was willst du sagen? Ich kenne an sich keine Zigeuner-Klischees. Ich habe mich da nie so mit auseinandergesetzt. Wobei, sie klauen, das wurde deutlich gezeigt. Oh ja, ich... Also, somehow a bit racist. War es schon irgendwie, dass die Zigeuner, also an einer Stelle kommen Sherlock und Watson, kommen in eine Zigeuner-Niederlassung. Die sind ja nomadisch und... natürlich werden ihm sofort gleich alle Sachen so abgenommen, mehr oder weniger im Vorbeigehen, so ein bisschen so, ach, nehme ich, behalte ich so quasi. Und ja, die Darstellung ist doch schon ein bisschen hart an der Grenze, würde ich doch mal sagen. Ich weiß nicht, also ich kann mir gut vorstellen, wenn sich irgendjemand, der vielleicht davon ein bisschen angegriffen fühlt irgendwie. Aber, wobei ich es cool finde, als er dann den Typen einfach auf die Fresse haut, nachdem er den Schal geklaut hat. Echt. Ja. Und dann gehen wir mal weiter zu den Engländer-Klischees. Wir haben noch nicht erwähnt, dieser Film hat Stephen Fry. Für alle, die es nicht wissen, Stephen Fry ist ein begnadeter englischer Komiker und Schauspieler, der zum Beispiel früher auch mit Hugh Laurie, also der heute Dr. House spielt, Serie hatte auch. Ne? Und im Blackadder hat er auch. Blackadder, genau, Blackadder. Ich hätte aber auf das Bild nackt zu sehen, hätte ich verzichten können. Ja, genau. Es war unglaublich komisch, aber es ist ein Bild, was ich nicht gebraucht hätte. Genau. Achtung alle Leute, Stephen Fry zieht blank in diesem Film und ihr wollt Stephen Fry nicht nackt sehen. Ganz einfach. Ihr wollt seine Stimme hören auf Englisch. Die ist wunderbar. Die könnte einem Gute-Nacht-Geschichten erzählen und man würde so gut schlafen wie noch nie. Aber man will, wenn man dazu das Bild von seinem nackten Oberkörper im Kopf hat und seinem nackten Hintern. Ich muss sagen, es wurde im Film auch genauso dargestellt, weil er ist in einer Szene nackt, wo er nicht, normalerweise ist man da nicht nackt. Ja, genau. Gut, wenn man, ich weiß nicht, ich wohne nicht allein in einem Schloss, aber... Das ist auch so ein Satz, Stephen Fry wohnt allein nackt in einem Schloss. Ja. Aber dann ist er eben nicht mehr allein, sondern er hat die Frau von Watson zu Besuch. Mhm. Es ist ihr sichtlich unangenehm, dass er nackt ist. Ja. Aber sie spricht es nicht an, sie ist höflich. Ja, ja. Na gut. England, Jahrhundertwende. Ja. Also, prüdes Volk. Also ich meine jetzt um die 2000. Wo wir mit dem wieder bei Engländer-Klischees wären. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Negatives jetzt wirklich darüber zu sagen, über den Film. Also gehen wir doch einfach mal weiter mit den Sachen, die uns gut gefallen haben, oder? Oder du hast jetzt was, also... Nicht wirklich was Negatives. Ich hatte vor dem Film hatte ich die Befürchtung, dass das Beste im Trailer war. Mhm. Ich meine, da war gute Szenen mit bei, die im Film, auch eine davon ist die beste Szene des Films auf jeden Fall. Aber der Film hat noch wesentlich mehr zu bieten als der Trailer. Ja, ja. Zum Beispiel Sherlock Holmes
In seinen Unterhosen hangelt sich nackt, also halb nackt an der Seite eines fahrenden Zuges, untermalt von epischer Hans Zimmer Musik, entlang in das nächste Abteil. In Damenunterwäsche. Wow. In Damenunterwäsche, genau. Und verscheucht dann alte, ältere Herrschaften aus ihrem Abteil. Ja, ja. Aber, also mit dieser Musikuntermalung schon, ja. Ja. Mit der Richtmusik ist einfach alles episch. Mhm. Ja, genau. Lass es uns nicht ausprobieren. Hast du dasselbe gedacht wie ich? Das Zusammenspiel von Moriarty und Holmes. Moriarty, falls es jemand noch nicht weiß, ist der große Gegenspieler von Holmes. Achtung, Spoiler! Es wird, ich finde es echt gut, dass kein großes Geheimnis drumherum gemacht wird im ganzen Film. Weil jetzt jeder, der sich irgendwann mal mit Holmes irgendwie auseinandergesetzt hat, ja schon irgendwie weiß, dass sobald irgendwo eine Figur mit dem Namen Moriarty auftaucht, dass da schon alle Geheimnisse irgendwie ja. verraten sind. Wobei ich habe erst gedacht, die machen da ein Geheimnis draus, weil am Anfang sieht man ihn ja nicht und er sitzt im Schatten. Aber das wird ziemlich schnell aufgehoben und er geht einfach ins Licht rein, als wenn nichts wäre. Genau. Und dann ist es so, dass Holmes und Moriarty sogar offen darüber reden, dass sie jetzt quasi ein Spiel spielen. Und das, wo Holmes versucht halt, ihn aufzuhalten. Also die treffen sich tatsächlich und reden miteinander darüber. Also es hat schon echt was Gentlemanhaftes eigentlich so. Das war sehr gentlemanhaft, am Ende, wenn wir schon zum Ende gehen. Also ich denke, wir können wir springen erzählen. Ziemlich wild hin und her. Das, ja, aber gut, wir wollen nicht den Film nacherzählen. Ja, eben. Weil, also der Höhepunkt dieses Films ist eigentlich Mindchess, also... Schach. Gehirnschach. Gehirnschach. Gibt es da ein deutsches Wort für? Nein, ich glaube nicht. Also, wo sie, sie fangen ein Schachspiel an, aber irgendwann bewegen sie die Figur nicht mehr, sondern sagen sie einfach nur die Züge. Ja. Das wird dann getoppt in dem Moment, wo die Auseinandersetzung etwas brutaler wird und sie ein Mind-Fist-Battle haben. Das heißt, die erzählen sich, wie sie sich gegenseitig auf die Fresse hauen und kommen dann zu dem Schluss. Das können wir uns direkt sparen und wir gehen direkt zum Ende über. Ja. Also es ist sehr cool gemacht, einfach weil für jeden, der den ersten Film gesehen hat oder vielleicht jetzt auch schon den zweiten, für den erzählen wir eigentlich sowieso nichts Neues, aber der weiß ja, dass Holmes immer alle Züge, die seine Gegner machen, voraussehen kann, mehr oder weniger. Dass er halt so immer in der Zukunft vorausberechnet, was sie machen werden und sowas. Das wird an einer Stelle auch ganz lustig gebrochen im Film. Aber an der Stelle ist es halt so, dass Moriarty ebenfalls diese Fähigkeit hat quasi und Holmes Schritte auch voraussehen kann. Und dann kommen sie halt da zum Schluss dann dazu, dass, wissen beide, wie es ausgehen wird, also lass bringen wir direkt. Und das ist eigentlich der cleverste Endkampf aller Zeiten in meinem Film. Weil, also... Diese Vorausplanung wird ja auch immer gezeigt, wie der Kampf ablaufen würde. Ja. Und am Ende stehen sie dann trotzdem einfach nur nochmal da und sagen so, was machen wir jetzt? Ja, genau. Ziemlich gut gemacht auch. Und